Es kommt mir nur die Ehre oder Unehre zu, hier als Letzter zu sprechen und diese Kundgebung zu ihrem Ende zu führen. Danke, liebe Karen, das waren wichtige Worte. Und eigentlich ist es traurig, dass wir das immer wieder betonen müssen, dass es völlig egal ist, welcher Religion, welcher Hautfarbe, welcher sexuellen Orientierung die Menschen sind, wie lange sie in diesem Land leben oder ob sie erst kurzfristig zu uns gekommen sind. Alle haben ein Recht, in diesem Land würdevoll zu reden, zu leben und zu reden. Auch das Recht der Meinungsfreiheit ist ein großes, wertvolles Gut, von dem wir hier heute Gebrauch machen dürfen. Petra Pau hat schon den ersten Satz, den ersten Paragraphen unseres Grundgesetzes genannt, einer der wahrscheinlich besten Verfassungen der Welt, geschrieben von den Vätern und Müttern dieses Grundgesetzes aufgrund der Erfahrungen des nationalsozialistischen Vernichtungsfeldzuges durch Europa. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der zweite Satz allerdings, sie zu achten und sie zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Insofern ist eigentlich unsere heutige Demonstration, wäre sie eigentlich unnötig, denn es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Sinti und Roma in diesem Land, wie auch in Europa, dieselben Rechte haben. Unsere Fahne heute ist die europäische, die blaue Fahne mit den gelben Sternen. Sinti und Roma sind die größte europäische Minderheit. Ihr Beitrag an den Kulturen Europas ist beeindruckend. Es ist traurig, dass wir ein Bündnis gründen mussten. Wir haben es gerne gegründet und dennoch ist es traurig, um darauf aufmerksam zu machen. Es ist traurig, dass wir dieses Bündnis gründen mussten. Wir haben es dennoch gerne getan, um ein sichtbares Zeichen gegen Antiziganismus zu setzen. Wir leben in schwierigen Zeiten. Es beginnt mit der Verrohung von Sprache. Es ist von Lügenpresse die Rede, von Volksgemeinschaft, von Umvolkung. Jüngst fiel der Begriff Zigeuner im Deutschen Bundestag. Wir müssen wachsam sein, wir müssen vor allem auf die Sprache achten, denn eine verfehlte Sprache führt zu Taten. Petra Pau wies schon darauf hin, dass wir uns an einem wichtigen Ort befinden, vor dem Platz des 18. März. Der 18. März 1848. Es sind die Farben Schwarz-Rot-Gold, die für unser Land stehen, für unsere Demokratie. Die Demokratie ist sicherlich nicht perfekt, aber sie ist ein wertvolles Gut. Aber sie ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen sie uns täglich neu erkämpfen. Die Farben Schwarz-Rot-Gold stehen für 1848, sie stehen auch für die Weimarer Republik und sie stehen für diese Bundesrepublik Deutschland. Und wir dürfen uns diese Farben nicht von irgendwelchen rechten Krawallmachern kaputt machen lassen. Es sind unsere Farben. Wir sollten uns zu ihnen bekennen, zusammen mit der blauen Fahne, mit den gelben Sternen. Deutschland ist Teil Europa, Europa ist Teil Deutschlands und die Sinti und Roma gehören selbstverständlich zu beiden. Gestatten Sie mir einen abschließenden Satz. Wir befinden uns hier in unmittelbarer Nähe zum Denkmal für die ermordeten Juden Europas, dem sogenannten Holocaust-Mahnmal, und zum Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Beide Denkmäler hat Deutschland aus einer besonderen Verantwortung heraus errichtet. Ich sagte es eingangs bereits. Diese Denkmäler gedenken der Millionen Toten, Juden und Sinti und Roma. Wir haben auch weitere Denkmäler für die verfolgten Homosexuellen und für die Opfer der Euthanasie. Aber diese Denkmäler müssen Ansporn für die Gegenwart sein. Wir müssen uns tagtäglich, alle, egal wer, egal woher er kommt, wir alle, die in diesem Land leben, für diese Demokratie, für dieses Deutschland einsetzen, um es besser zu machen, um es lebenswürdiger zu machen. Und egal welcher ethnischen Herkunft Menschen sind, egal welcher konfessionellen Herkunft oder was auch immer, wir sind alle gleich und dafür müssen wir leider noch immer tagtäglich kämpfen. Die Parade geht jetzt weiter zum Nacht im Gorki-Theater. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich, dass Sie uns bis hierher gefolgt sind.